Einen wunderschönen guten Morgen hier von der Strecke Kassel-Würzburg. Heute mal mit einer sehr interessanten Zugkombination unterwegs. Und zwar haben wir vorne dran die Baureihe 193, Lok 362 in dieser I'm European Lackierung. Wundervoll. Aus dem Creators Club. Ich weiß leider nicht mehr von wem, aber wird man da sicherlich recht leicht finden. Hinten dran ein Lokzug, Baureihe 101, European Year of Rail 2021, also in einer Lackierung, die passend dazu ist. Dahinter ein Taurus von MRCE Dispolok. Und dahinter noch ein Taurus, und zwar von der ÖBB. Aus welchen Gründen auch immer. Ist halt so. Bei dem hinteren Taurus ist der Stromabnehmer gehoben. Da weiß ich nicht so genau, warum das der Fall ist. Den habe ich leider nicht runterbekommen. Aber sei es wie es sei, wir steigen ein in unsere tolle Lok hier vorne. Vectron. Und fahren los. Oh, es ist laut. Die PZB und die LZB schalten wir noch an. Und dann sind wir eigentlich so weit, so abfahrbereit. Fahrtrichtungswender ist schon in Vorwärtsstellung. Hier ist schon eigentlich alles aufgerüstet. AFB geben wir frei. Erstmal auf 40 gestellt. Und dann einmal noch hier die Helligkeitsstufen runtergesetzt, damit wir nicht geblendet werden von den Displays. Nicht heller, dunkler bitte. Genau. Und hier bitte ebenso. Einmal hier noch auf dunkler. Jawohl, das passt soweit. In die Einstellung gegangen. E-Bremskraft erhöhen wir uns mal auf 240 kN. Zugkraft bleibt bei den 300. Oberstrom ist, glaube ich, in Ordnung. PZB-Modus O. Zugbeeinflussung. Und Bremsart. Ich glaube, R ist in Ordnung für unsere Züge. So, einmal hier für unseren Zug. Zugsammelschiene auf aus. Und dann. Zugbeeinflussung. So. Genau, wir sind jetzt erstmal noch nicht in der LZB, sondern müssen natürlich warten, bis wir von der LZB aufgenommen werden und können losfahren. Habe ich das Display nicht dunkel geschaltet? Aber das kann man gar nicht dunkler machen. Okay, dann machen wir das aus, weil wir es eh nicht brauchen. Und fahren hier los in den Sonnenaufgang hinein. Und zwar nach Würzburg. Wir schalten uns mal hier noch das Licht hier an und dürfen mit 100 ausfahren. Das heißt also, wir befreien uns auch direkt Zugbeeinflussung. und gehen mal auf die 100. Hervorragend. Wir haben auch hier übrigens das neue HUD an der Stelle, die wo uns die konkrete Geschwindigkeit angezeigt wird, die erlaubte Geschwindigkeit, unser Beschleunigungsverhalten oder Bremsverhalten, wann unser nächster Stopp ist, also in 85 Kilometern. Dann hier rechts haben wir den Streckenmonitor, der uns hier eine Distanz von 1,5 Kilometern zeigt und gleich, wenn wir, ich glaube, schneller als 120 oder sowas fahren, erhöht sich dann die Distanz, auf die wir gucken können. Das seht ihr dann gleich. Ah, die erhöht sich, die erhöht sich schrittweise, okay. Na, also ihr seht, je schneller wir werden, desto mehr Distanz können wir hier erblicken. Also so praktisch wie im Streckenmonitor vom Train Simulator. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das ist eine sehr coole neue Einführung. Und wir dürfen 140 fahren. Sind hier unterwegs als PBZ. Glaube ich, nennt man das dann. Oder einfach Lokzug. Ne, ich wollte hier die Fernlichter, genau. Weil wir es können. Und dann müssten wir eigentlich irgendwann von der LZB aufgenommen werden. Ja, wir dürfen auch 200 fahren. Unsere Lok selbst ist natürlich für 200 und mehr ausgelegt. Und die Loks, die wir hinten schleppen, haben auch eine Schleppgeschwindigkeit von 200 km/h. Also sowohl 101er als auch Taurus kann man mit 200 km/h schleppen.
Von daher dürfte das eigentlich kein Problem sein, sobald wir natürlich von der LZB jetzt mal aufgenommen werden. Das müsste eigentlich beim nächsten LZB-Bereichskennungswechsel passieren, während hier am frühen Morgen schon die Heißluftballonfahrer unterwegs sind. Das ist eine Ankündigung auf 100. Okay, da waren wir ein bisschen zu schnell in der Weiche. Hat keiner gesehen. Melden wir jetzt mal nicht dem Teamleiter. Und jetzt könnten wir theoretisch 200 fahren. Da wir aber noch nicht in die LZB aufgenommen worden sind, erstmal nur 160. So. Auch ein schönes Bild mit den Ballonfahrern. Ich weiß nicht, ob man so früh morgens was erkennen kann. Aber das müssen sie ja selbst wissen. Vielleicht wollen sie Sterne gucken. Frei von der Lichtverschmutzung der Städte. Man kann sie nicht verdenken. Da vorne geht auch schon die Sonne auf. Ich habe die Hoffnung, dass es hell wird, sobald wir da sind. Also wenn wir da sind, dass es da ungefähr dann hell wird. Und ich habe die Hoffnung, dass wir auch dann irgendwann mal in die LZB aufgenommen werden. Ja, heute eine etwas ungewöhnliche Zugkomposition habe ich mir im Free-Roam-Modus zusammengestellt. So, da war die Bereichskennungstafel, Bereichskennungswechsel, AFB-Hebel nach vorne verlegt. Bestätigt. Und jetzt ab geht er. Ja. Ach, ist das schön, dieses Beschleunigungsverhalten. Ist das herrlich. Man fühlt sich wirklich wie in einem Formel-1-Wagen. Dann nach vorne hier mit dem Sonnenaufgang. Also wenn das nicht der schönste Job der Welt ist, dann weiß ich es auch nicht. So, jetzt können wir übrigens, wir sehen es, wir werden ja immer schneller. Und jetzt können wir tatsächlich schon dieser Balken hier, der stellt die nächsten fast 5 Kilometer mittlerweile dar. Und das ist eigentlich ganz gut, weil klar, je schneller wir fahren, desto mehr müssen wir vor uns in diesem Sinne erblicken können. Um halt frühzeitig zu erkennen, wann wir abbremsen müssen. Weil bei so hohen Geschwindigkeiten ist das nicht so einfach. Ist ja so ein bisschen wie mit der LZB. Ist ja auch der Trick dahinter, dass wir ja hier durch die Führerstandssignalisierung hier über die nächsten 10 Kilometer sehen können. Und das hat schon sein Gutes. Jetzt mache ich gar nicht die Lichter an. Nee, Moment, hier. So. Waren unsere Spitzensignale gar nicht an. Und klar, jetzt geht es natürlich von einem Tunnel in den nächsten. Die Repaints, die hier teilweise genutzt worden sind, die gibt es im Creators Club. Also sind hier drei Repaints, die hier zum Zuge kommen. Und alle drei werdet ihr im Creators Club finden.
Wir fahren hier mit flotten 60 FPS durch die Gegend. Nicht schlecht. Ich habe die Strecke performance-technisch schlechte in Erinnerung. Also guckt euch das mal an. Wirklich stabil, 60. Ah, kleinere FPS-Einbrüche. Aber insgesamt nur reife Leistung. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir aus dem Tunnel draußen sind. Und sehr langer Tunnel. Ein sehr, sehr langer Tunnel. Ja, wir können auch hier übrigens ganz gut daran sehen, dass wir gerade abbremsen, weil hier minus 2 Kilonewton in der Gesamtsumme aufgewendet werden, damit der Zug nicht schneller wird als die 200. Und dann sehen wir hier unten den Verbrauch, dass wir bisher 36 Kilowattstunden zurückgespeist haben und 360 Kilowattstunden verbraucht haben. Wir könnten natürlich eigentlich 250 fahren, aber das dürfen wir natürlich nicht, weil unsere Lok, ich glaube, auf 200 begrenzt ist, oder ist es 220? Ne, 200 tatsächlich. Von daher dürfen wir selbstverständlich nicht schneller fahren. Gut, hier im Tunnel sehen wir natürlich nicht viel. Ich habe die Hoffnung, weil der Tunnel ja so lang ist, dass sobald wir aus dem Tunnel draußen sind, es ein bisschen heller geworden ist und wir vielleicht den Sonnenaufgang miterleben können. Es ist 7.30 Uhr morgens, und zwar an einem Dezembermorgen, da 13. Dezember 2023, was zufälligerweise, ja, aber es ist wirklich nur ein ganz, ganz großer Zufall. Es ist hell. Wow. Wow. Oh, Tunnel. Was zufälligerweise mit dem Aufnahmedatum dieses Videos korreliert, das ist zufälligerweise auch Mittwoch, der 13.12.2023. Der gläserne YouTuber hier. Ne? Und wenn ihr die Folge seht, dann ist sie vergleichsweise sehr, sehr jung. Also erst vor kurzer Zeit ist entstanden und schon hier bei euch. Und ich finde solche Mitfahrten gerade so im Dunkeln auch so fast schon meditativ. Zumindest zum Zugucken, ne? Gerade wenn man sich sowas abends anguckt, dann hat das durchaus was Entspannendes an sich. Und das nicht nur die virtuellen Führerstandsmitfahrten, sondern auch echte Führerstandsmitfahrten, die man vielleicht mal auf YouTube sieht. Da gibt es ja auch ein paar, weil die meisten natürlich bei Tag aufgenommen worden sind, verständlicherweise, weil man seinen ZuschauerInnen halt auch was bieten möchte. Aber gerade die bei Nacht sind meines Erachtens nochmal besonders interessant, weil man erst sieht, wie wenig doch ein Lokführer so sieht. Und dann wird man immer dafür mit solchen Blicken hier belohnt, ne? Um 7 Uhr morgens, früher Morgen, die Leute sind am Pendeln oder am Aufstehen oder am Schlafen und wir bringen ganz, ganz sicher uns und unsere drei Loks, die wir hinten dran haben, nach Fulda, nein, nach Würzburg. Und was auch immer die in Würzburg dann damit machen, das wissen wir nicht, aber das ist auch nicht unser
Auftrag, da weiterzumachen, sondern da wird dann irgendjemand anders überleben. Nicht überleben, sondern übernehmen. Überleben hoffentlich auch, aber auch übernehmen. Aber nicht übergeben. Okay, ich bin fertig mit den Wortspielen. Aber bis dahin genießen wir noch die nächsten 50 Kilometer vor uns. Und können wir wirklich diesen Sonnenaufgang genießen, indem wir geradewegs hineinfahren. So, Halt angekündigt. Was übrigens hier ganz interessant ist, erst vor kurzem die Neuigkeit, jetzt wo wir im Vectron sitzen, passt das ja ganz gut, dass ja mittlerweile seit Anfang der Woche, also seit Montag glaube ich, eine neue Nachtzugverbindung besteht zwischen Berlin und Amsterdam. Also ist es ein Nachtzug oder Eurocity, da bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, gar nicht. Nee, Moment, es ist keine neue Verbindung, sondern ich glaube, es wird jetzt der niederländische Vectron oder ein Vectron in der niederländischen Lackierung benutzt, der dann auf ganzer Strecke zwischen Berlin und Amsterdam eingesetzt wird und nicht mehr der Lokwechsel, ich glaube, in Aachen stattfindet, wo vorher eben der Lokwechsel stattgefunden hat, was halt eine gewisse Zeit gekostet hat. Und dieser Lokwechsel fällt jetzt weg, sodass man mittlerweile schneller zwischen Berlin und Amsterdam unterwegs ist als vorher noch. Und solche Sachen sind natürlich eine coole Sache. Natürlich schade für die 101, die, glaube ich, in Deutschland dann unterwegs war. Sieht man ja auch immer seltener, die 101. Aber natürlich eine sehr sinnvolle und gute Maßnahme, dass halt eben dieser Lokwechsel wegfällt, jetzt in Aachen. Weil der Vectron da halt eben die Mehrsystemfähigkeiten mitbringt, also zumindest dieser Vectron. Und das ist schon eine gute Sache. Okay, wir dürfen frei fahren. Ich denke mal, wir werden wohl einen Zug vor uns haben. Aber wohl kaum werden wir dem auffahren, weil wir vergleichsweise langsam unterwegs sind. Außer wir haben tatsächlich einen Güterzug vor uns. Was ich aber, ja, wage, zumindest leicht wage zu bezweifeln. Die Güterzüge sind ja eher mitten in der Nacht unterwegs. Und jetzt hier so um 7.30 Uhr, 7.40 Uhr. Ich glaube, das ist schon eher so die Zeit, wo dann eigentlich fast ausschließlich nur noch Personenverkehr auf der Strecke ist.
Wir können ja mal auf die Karte gucken. Und schauen, ob wir herausfinden, was wir vor uns noch haben als Zug. Nee, das war nicht die Karte, falsche Taste. Das ist die Karte. So, also die nächsten 10 Kilometer müssten frei sein. Da kommt uns gleich ein ICE entgegen. Das dauert noch ein paar Sekündchen. Ah, da ist grün. Da bin ich ganz sicher. Aber jetzt haben wir sowieso wieder Fahrt. Gleich müsste uns auch der ICE entgegenkommen. Da blenden wir dann natürlich einmal kurz ab, um dem Kollegen nicht die Augen wegzulasern. Sekunden ist es dann soweit. Ja, da macht die PZB viele Geräusche. Kann sich auch nicht so ganz entscheiden, ob wir jetzt nun für die nächsten 10 Kilometer fahren dürfen oder nicht. Aber es scheint auf jeden Fall ein Zug ziemlich genau 10 Kilometer entfernt von uns zu sein. Sonst wird sie nicht die ganze Zeit hin und her springen zwischen Halt zu erwarten und Freifahrt. Oder vermute ich dann etwas mehr als 10 Kilometer. Weil wenn sie genau 10 Kilometer entfernt ist, dann dürften wir ja nicht jetzt für die nächsten 10 Kilometer frei fahren können, sondern vielleicht für die nächsten 8 oder so. Also ein Zug ist ungefähr so in so 12, 13 Kilometern Entfernung, denke ich mal, von uns. So, da war der ICE. ICE 3. Hier übrigens haben wir diese Hektometertafeln mit diesen gelben Streifen da oben und darunter. Das müsste eigentlich die Markierung dafür sein, dass hier die Notbremsüberbrückung greifen müsste, sofern die Notbremse gezogen wird, damit der Zug hier nicht im Tunnel stehen bleibt, weil eine Evakuierung anscheinend in diesem Tunnel nur schwer möglich ist. Außerhalb des Tunnels ist es natürlich was anderes, hier den Zug zu evakuieren. So, jetzt muss ich einmal, ich habe es ja gesagt, einmal pro Fahrt, ein bis zweimal pro Fahrt dann doch nochmal ein Foto machen, weil das schon irgendwie ganz hübsch aussieht. Ja. Vielleicht auch von der anderen Seite, weil da der Himmel auf der Seite noch ein bisschen hübscher ist. Ja, so herum auch nicht schlecht. Ich muss mal einmal ganz kurz die Helligkeit wieder ein bisschen runternehmen. So. Gerne die Sättigung erhöht. Vielleicht von oben. Auch übrigens eine schöne Lackierung, ne? Diese European Year of Rail Lackierung. Ja, das gefällt mir. Okay, so. Da geht's ordentlich auf und ab. Da ist auch Straßenverkehr
Sehr gut. Herrlich. Kilometer noch. Ich glaube, bei der aktuellen Geschwindigkeit von 200 km/h machen wir 3 Kilometer pro Minute. Das heißt also, bei 22 Kilometern vor uns müssten das noch ungefähr 7 bis 8 Minuten sein. Allerdings werden wir natürlich nicht mit 200 km/h durchfahren. Gerade die letzten 1-2 Kilometer werden wir etwas langsamer fahren, aber so, ja, so rund 10 Minuten haben wir noch vor uns, würde ich jetzt mal behaupten. Sofern wir nicht durch einen Zug vor uns noch ausgebremst werden, was ich natürlich nicht ausschließen kann. Okay, also wir sehen übrigens mittlerweile beim Verbrauch ordentlich was verbraucht, bald schon 1000 Kilowattstunden. Schön. Also irgendwie so, dieses Bild hat was. So, die Sterne mittlerweile fast... Ah, doch, wenn man so nochmal guckt, ein bisschen was sieht man noch, aber fast schon nicht mehr sichtbar. Ah. Uff, guckt euch das an. Eieieiei. Schön hier mit dem Nebel im Tal. Leichte Wolkenbildung. Ja, man kennt es früh morgens, wer das schon mal gesehen hat, im Sommer zumindest. Ich weiß nicht, ob das im Winter auch so deutlich zu sehen ist, aber im Sommer sieht man ja in... Und das ist meistens ein unfassbar schönes Spektakel. Da sieht man richtig, wie die Wälder und Felder alle dampfen, weil der ganze Wasserdampf aufsteigt. Und wir gönnen uns hier währenddessen die Fahrt mit 200 km/h über dieses Viadukt. Noch 200 durchfahren. Hervorragend. So muss das doch.
Ja, ein ganz besonderer Lokzug. Mit einer wundervollen Zuglok. Das ist praktisch die Lokzug-Zuglok. Das ist doch mal ein guter Titel für die Folge, oder? Die Lokzug-Zuglok. Das ist damit eingeloggt. Steht hier eingeloggt als Titel für die Folge. Ankündigung auf 160. Ich glaube, wir müssen uns mit der Tatsache allmählich vertraut machen, dass wir tatsächlich noch mit LZB Ende uns befassen müssen. Denn anders als in Kassel-Wilhelmshöhe gibt es im Würzburger Hauptbahnhof keine LZB, glaube ich, am Bahnsteig selbst. Was also bedeutet, dass wir uns da eigenständig dann in den Bahnhof hinein bewegen müssen. Ja, da muss man ja arbeiten, das ist ja schlimm. Ist das nicht schön? Also diese morgendliche Stimmung beim TSW, das kann das Spiel so gut seit TSW 3, diese Belichtungsverhältnisse. Da unten übrigens hier die Gleise, die auch, glaube ich, aus der Main-Spessart-Bahn bekannt sind. Dieser Bereich, wo auch tatsächlich Rollmaterial abgestellt ist. Und ich finde es einfach wirklich unfassbar schön. Und wir sehen auch, hier ist sehr, sehr viel abgestellt, sehr viel Zeugs. Ja, hier vorne verläuft sich das ins Nichts, aber die einen oder anderen Wagen auf jeden Fall. Bremseinsatzpunkt erwarten. Jawohl. Mit Vergnügen. So, Ankündigung eben auf 60 km/h. Das müssen wir jetzt nicht besch doch. LZB Ende wollte bestätigt werden. Dann müssen wir das jetzt zwar noch nicht bestätigen, weil wir schon immer noch in der LZB sind, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. So, AFB schon mal auf die 60 voreingestellt. Signale und Fahrplan beachten, Bremseinsatzpunkt erwarten. Schön. Schön, dass man da nochmal drauf hingewiesen wird. I'm sorry. Musste sein. Also ist so schön. Vergebt mir. Ankündigung auf 30. So, jetzt sind wir in der PZB. Bestätigen. Boah. Jetzt habe ich aus Versehen den Richtungsschalter auf neutral gestellt. Das war keine gute Idee. Vor lauter überfordert sein. Und jetzt mal schleunigst runter auf die 30. Ein bisschen weiter runter gebremst.
Hier in Würzburg natürlich einiges abgestellt. Dostos 425, 425, 612er Talent. Noch mehr 612er, also alles, aber wirklich alles Mögliche bunt gemischt. Und dann halten wir da vorne auf so einem Abstellgleis. Ich weiß nicht, ob wir manuell noch hätten Weichen setzen müssen. Ich glaube aber nicht. Wir schalten mal übrigens auf Zugspitzensignale um. Und da vorne halten wir. Vor dem Signälchen. Kündigen wir uns einmal an, dass wir da sind. So, die Loks sind endlich da. Loks für Würzburg. Da sind sie endlich. 612er hier in Dreifachtraktion. Von 500 Hertz Magnet ist an. So, und dann haben wir es geschafft. Jawohl, da sind wir. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Ciao, ciao.